Lorentzkraft ist eine elektromagnetische Kraft, die ein geladenes Teilchen in einem elektrischen und magnetischen Feld erfährt. Wenn das elektrische Feld null ist, und das nehmen wir hier auch an, dann ist die Lorentzkraft eine rein magnetische Kraft, die auf eine Ladung wirkt, wenn sie sich durch ein Magnetfeld bewegt. Die Ursache der Lorentzkraft ist eine bewegte Ladung im Magnetfeld. Keine bewegte Ladung oder kein Magnetfeld, dann gibt es auch keine Lorentzkraft. Nehmen wir ein negativ geladenes Elektron und schicken es von links nach rechts durch ein möglichst einfaches, also ein homogenes Magnetfeld. Das Magnetfeld zeigt hier aus dem Bildschirm heraus. Die Lorentzkraft zeigt in diesem Fall nach oben und das bewegte Elektron wird daher nach oben abgelenkt. Bewegt sich das Elektron dagegen von rechts nach links im Magnetfeld, dann wird es nach unten abgelenkt. Was passiert, wenn wir die Magnetfeldrichtung um 180 Grad ändern? Wenn jetzt das Elektron von links nach rechts durch dieses Magnetfeld wandert, wird es nicht mehr nach oben, sondern nach unten abgelenkt. Doch das ist nicht alles. Lass uns als erstes lernen, wie wir bestimmen können, in welche Richtung das Elektron abgelenkt wird. Dazu benutzen wir die sogenannte Drei-Finger-Regel der linken Hand. Der Daumen zeigt in Richtung der Bewegung, also nach rechts. Der Zeigefinger zeigt in Richtung des Magnetfelds, also in den Bildschirm hinein. Und der Mittelfinger zeigt in diesem Fall nach unten und gibt die Richtung der Lorentzkraft an. Das Elektron wird nach unten abgelenkt. Wenn das Elektron dagegen von rechts nach links wandert, dann ändert sich ja die Bewegungsrichtung. Der Daumen zeigt jetzt nach links. Der Zeigefinger zeigt weiterhin in die Ebene hinein und der Mittelfinger zeigt jetzt nach oben. Lorentzkraft lenkt das Elektron also nach oben ab. Was ist, wenn statt dem Elektron ein positiv geladenes Teilchen, wie zum Beispiel ein Proton, von links nach rechts wandert? Wenn sich ein positiv geladenes Teilchen durch das Magnetfeld bewegt, dann benutzen wir die Drei-Finger-Regel der rechten Hand. Ansonsten bleibt die Anwendung der Drei-Finger-Regel gleich. Daumen zeigt nach rechts, Zeigefinger in den Bildschirm hinein, der Mittelfinger, also die Lorentzkraft, zeigt nach oben. Wir können also festhalten, dass positive Ladungen genau in entgegengesetzte Richtung zu negativen Ladungen abgelenkt werden und wir benutzen für positive Ladungen die rechte Hand, für negative Ladungen die linke Hand. Wie können wir die Lorentzkraft als magnetische Kraft konkret berechnen? Bezeichnen wir dazu die Ladung des Teilchens mit dem Buchstaben Q. Die Lorentzkraft bezeichnen wir mit Fm, die Geschwindigkeit der Ladung mit V und die Stärke des Magnetfelds mit B. B wird auch magnetische Flussdichte genannt und gibt eben an, wie stark das Magnetfeld ist. Die Einheit von B ist Tesla. In einem Experiment können wir drei Dinge beobachten. Verdoppelst du die Ladung Q, dann verdoppelt sich die Lorentzkraft auf das Teilchen. Mathematisch bedeutet dieser Zusammenhang, dass Lorentzkraft F proportional zur Ladung Q ist. Wenn du die Geschwindigkeit V verdoppelst, dann verdoppelt sich die Lorentzkraft ebenfalls. Auch V ist proportional zur Lorentzkraft. Das gleiche gilt für das Magnetfeld B. Verdoppelst du die Stärke des Magnetfelds, dann wird die Lorentzkraft doppelt so groß. Andere Parameter, wie zum Beispiel die Masse des Teilchens, beeinflussen die Größe der Lorentzkraft nicht. Wir können also insgesamt eine Formel für Lorentzkraft hinschreiben. F ist gleich Q mal V mal B. Wenn du also die Ladung Q, die Geschwindigkeit V und das homogene Magnetfeld B kennst, das senkrecht zur Geschwindigkeitsrichtung verläuft, dann kannst du daraus konkret den Wert der Lorentzkraft berechnen. Diese hat übrigens die Einheit Newton. Nicht immer hast du den einfachen Fall, wo die Ladung perfekt senkrecht zur Magnetfeldrichtung fliegt. Hier sehen wir die Magnetfeldlinien von der Seite. Vorher hatten wir den Fall, dass die Ladung perfekt unter einem 90-Grad-Winkel durch das Magnetfeld geflogen ist. Wenn es aber unter einem Winkel Alpha fliegt, der nicht 90 Grad ist, dann müssen wir die QVB-Formel ergänzen, und zwar mit Sinus von Alpha. Merke es dir, wenn die Ladung schräg zum homogenen Magnetfeld fliegt, dann benutzt du diese Formel. Und wenn die Ladung senkrecht fliegt, dann ist Alpha gleich 90 Grad und der Sinus von 90 Grad ist 1. Damit bekommen wir die ursprüngliche einfache QVB-Formel. Wir haben vorhin festgestellt, dass ein nach rechts bewegtes Elektron in diesem Magnetfeld nach unten abgelenkt wird. Doch es wird nicht irgendwie nach unten abgelenkt.
Schauen wir uns an, was nach der Ablenkung weiter passiert. Wir werden sehen, dass die Lorentzkraft immer unter einem 90-Grad-Winkel zur Geschwindigkeitsrichtung wirkt. Das hat zur Folge, dass das Elektron zu einer Kreisbewegung gezwungen wird. Diese resultierende Kreisbahn hat einen bestimmten Radius R und hängt davon ab, wie groß die Lorentzkraft auf das Teilchen ist. Ein Teilchen, das eine Kreisbewegung ausführt und die Masse m hat, wird von der Zentripetalkraft Fz auf der Kreisbahn gehalten. In diesem Fall fungiert die Lorentzkraft als Zentripetalkraft. Lorentzkraft ist hier die Zentripetalkraft. Setze also die Formel für die Lorentzkraft mit der Formel für die Zentripetalkraft gleich. QVB ist gleich m mal v² durch r. Die Geschwindigkeit v können wir auf beiden Seiten einmal wegstreichen. Dann bekommen wir eine Formel, mit der wir beispielsweise den Radius r der Kreisbahn bestimmen können. Den Radius der Kreisbahn können wir beispielsweise beim Fadenstrahlrohrexperiment leicht bestimmen. Viel schwieriger ist es, die Geschwindigkeit v des Elektrons herauszufinden. Dazu eignet sich perfekt die hergeleitete Formel. Wir stellen sie nach der Geschwindigkeit v um. Wenn wir einen Radius von einem Zentimeter, also 0,01 Meter messen, und ein Magnetfeld von 5 Millitesla einstellen, dann bekommen wir eine Geschwindigkeit von 8.971.000 Meter pro Sekunde. Das Elektron bewegt sich also auf einer Kreisbahn mit knapp 3% der Lichtgeschwindigkeit. So, das war's. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie Lorentzkraft auf stromdurchflossene Leiter wirkt. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.